Das Seniorenzentrum Leoben soll bald allen BürgerInnen des Bezirks zur Verfügung stehen. Im Stadtteil Donnerwitz gibt es bereits seit einiger Zeit ein von der Volkshilfe Steiermark betriebenes Tageszentrum, in dem über 60-Jährige, die noch zu Hause wohnen, tagsüber Betreuung finden. Nun ist es nicht mehr nur für LeobenerInnen zugänglich, sondern auch für Seniorinnen und Senioren aus Trofeiach. Bisher war das beschränkt auf das Stadtgebiet von Leoben, weil wir Betreiber sind und nicht der Sozialhilfeverband. Es ist aber sinnvoll, alle Gemeinden des Bezirkes einzubinden. Und wir haben heute mit der Stadt Trofeiach erfreulicherweise eine Übereinkunft getroffen, dass in Zukunft auch Personen aus Trofeiach hier in dieses Tageszentrum für Senioren in Leoben-Donnerwitz kommen können. Trofeiachs Bürgermeister Abel zeigt sich vom Angebot erfreut. Die Region muss vor allem im Thema Pflege zusammenstehen, betont er. Für uns ist es ein riesengroßer Benefit, weil ich denke, in der Region muss man zusammenhalten. Gerade das Thema Pflege ist ein ganz besonderes, das die Leute massiv belastet auch. Familien geraten da oft an die Grenzen. Und es ist wichtig, dass man solche Einrichtungen hat. In Leoben ist glücklicherweise eine. Da gibt es Platz für uns aus Trofeiach auch. Und man kann da Familien wirklich unter die Arme greifen. Bereits ab Montag ist das Tageszentrum auch für TrofeiacherInnen bereit. Wir haben in Leoben und in Trofeiach einen einstimmigen Gemeinderatsbeschluss gefasst. Ich habe heute mit meinen Kollegen, mit dem Kollegen Wallner, einen Vertrag unterschrieben. Ab Montag geht's los. Ab 1. Juli können die Leute da herkommen, können aus Trofeiach runterfahren. Im besten Fall direkt vor Ort melden hier im Tagesbetreuungszentrum oder sonst bei uns im Bürgerservice. Alle Formalitäten werden erledigt. Das geht recht unkompliziert. Und wer jetzt neugierig geworden ist, alle Infos zum Tageszentrum gibt es auf der Seite der Stadt Leoben.